Hallo und grüß aus Österreich und zurück zu einem neuen Video. Und zwar geht es diesmal um ein kleines Gimbal. Ich glaube, so sagt man ein kleines, ich würde sagen Tischstativ, glaube ich, trifft es am ehesten. Und zwar schauen wir sich das jetzt an. Einfach dranbleiben, nach dem Intro geht's los. Yo. So. Da haben wir das unscheinbare Teil natürlich stehen. Es ist von der Marke GoPhoto, also eigentlich eh ziemlich leicht auszusprechen. Ein G1 Dribble Gimbal. Dribble bedeutet drei Füße natürlich. Was kann man hier noch dazu sagen? Es sollte für ein Smartphone sein und eine ganz normale, sage ich jetzt mal, digitale oder komfortable Kamera, die was eben unten das Gewinde hat. Und ja, hier seht ihr nochmal auf der Seite genau eben, dass man das noch verstellen kann. Was kann man hier noch dazu sagen? Auf der Seite eben gibt es diese zwei Adapter. Und ich würde sagen, wir lassen das nicht lumpen. Packen das gute Teil mal aus. Hier befinden sich drei Artikel drinnen. Das habe ich noch ganz vergessen zum sagen. Und zwar, es gibt noch so einen auf der Art Bluetooth-Transmitter. Oder wie sagt ihr dazu, einfach eine Fernbedienung, um, wenn man es mit Bluetooth verbindet, Foto damit abzuknipsen. Das geben wir natürlich auf die Seite. Dann haben wir natürlich noch die sozusagen Handyfunktion mit einem Zange oder Feder würde ich sagen. Mit einer Feder eingebaut, damit man eben das Handy hineinbekommt. Und zu guter Letzt kommt natürlich noch unser schönes Gimbal zur Seite. Das heißt, ihr habt hier mal ein Drehrad, das natürlich einmal festgestellt ist. Somit könnt ihr das Ganze nach oben und einmal fest. Da kommt natürlich dann die Kamera drauf. Hier habt ihr noch einmal die Füße. Die könnt ihr eben so individuell einstellen, wie ihr das wollt. Also ich hoffe, man kann es so jetzt einmal am besten sehen. Ihr könnt es auch zurückformen, sozusagen, dass es weiter unten ist. Ihr könnt es auch zum Beispiel in die andere Richtung formen, dass es weiter oben ist. Das Ganze kann man natürlich drehen und wenden, wie man es möchte. Dann kommt natürlich noch am Schluss zum Beispiel in unserem Fall die Handyhalterung drauf. Das zeige ich euch dann noch einmal genau. Da wird dann sozusagen das Handy eingespannt. Da oben könnte man in meinem Fall zum Beispiel ein Richtmikrofon anschließen. Also eben drauf gespannt auf das Ganze in unsere Richtung, damit sag ich jetzt mal, die Umgebungsgeräusche etwas gedämpft werden. Und ich würde sagen, so sieht das ganze Teil jetzt mal unspektakulär aus, mit ziemlich viel Wirkung, wie schon gesagt, dass man das gut verstellen kann. Wenn ihr euch zum Beispiel jetzt einmal eine Straßenlaterne habt, in unserem Fall zum Beispiel, könnte man das so machen, dass man das Gimbal quasi auf der Seite einfach umschlingt. So. Dann hält das auf einem Ast, also bei einem Baumstamm bzw. bei einer Metallstange von einem Verkehrsschild. Und somit könnte man das, wie schon gesagt, so gut einstellen, indem man das dann, wie schon gesagt, in unsere Richtung dreht, wie man es braucht, einstellt und let's do it. Also wirklich ein cooles Teil. Kann ich nur jedem empfehlen, der versucht, sei jetzt einmal private Aufnahmen mit einem besseren Blickwinkel zu fokussieren. Einfach ein extrem nices must to have. Und so, um euch nochmal den Eindruck zu zeigen, so würde das Ganze aussehen, wenn man zum Beispiel von Rode ein Mikrofon anhängt. Das Ganze natürlich dann in meinem Fall, wenn man es fürs Handy benutzt, mit einem Adapter für das iPhone. Hier wird dann quasi noch das iPhone eingespannt. Ja, also einfach nur hineingeklipst, unten angesteckt auf der Rückseite vom Telefon und schon hat man für unterwegs ein kleines sozusagen Stativ. Finde ich extrem nice. Und zu guter Letzt will ich euch natürlich noch zeigen, dass man es nicht nur für eine Kamera oder beziehungsweise als Handy-Stativ nutzen kann, sondern als zusätzliches Licht für einen Scheinwerfer, den seht ihr natürlich jetzt hier. Und zwar könnte man zum Beispiel für Unboxing-Videos das Ganze besser beleuchten, damit wirklich der ein oder andere Schattenfleck damit auf die Seite beziehungsweise verhindert wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.